Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Pumping Gas Simulator Station vom Allerfeinsten. Also, der Laden läuft. Der Laden ist einfach ordentlich am Laufen und wir machen auch Kohle gut. Wie ihr sehen könnt, 2200 ist schon gut, läuft. Das Ding ist hier langsam Selbstläufer geworden. Wir haben aber leider 1, 2, 3 angestellte. Da kommt die Nummer 4. Wir haben hier den Mechaniker, wir haben hier den Waschtypen. Wir haben den Zapfsäulentyp und ich weiß nicht, was sie da jetzt macht. Sie sollte eigentlich an die Kasse. Läuft hier stattdessen aber blöde rum. So, und dann hat mir jemand gesagt, also geschrieben, ich solle vielleicht den Haken rausnehmen, damit sie das halt nicht auffüllt. Zwecks sortieren und so. Eigentlich keine schlechte Idee, weil sie sortiert das ja einfach irgendwo hin. Es sei denn, ich hau zuerst die Getränke in den Getränke-Scheiß da. Dann sortiert sie es dahin, wo ich es sage. Also, wo ich es als erstes hingemacht habe. Das finde ich schon mal ganz gut. Sie haut jetzt nicht einfach die Getränke in einen anderen Schrank, wo Platz ist. Das ist zum Beispiel mal ganz, ganz gut. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das ändere, ne? Hier. Mitarbeiter. Ob ich ihn hier... Hä? Tankwart? Mechaniker? Wahrscheinlich, genau, ob ich ihn feuer... Suchen. Aktualisieren. Manager. Ich manage das hier. So, und ich stelle sie ein. Reinigungs. Sie hält dann nämlich den ganzen Laden hier in Schuss. Ne, Daisy? Mach mal hier, Alter, Regale sind auch voll. Also, es läuft. Momentan läuft es richtig gut. Warum ist denn der Fernseher aus? Ach, scheiße. Ich habe jetzt keine URL bei. Wartet kurz. Da lässt sich doch bestimmt was finden. Was denn da? Wo sind wir denn hier? Ah, hier. Hello. Hello. Links ist fast leer. Oh, Kasse ist auch was drin. Ah, da ist ja endlich. Alter. Okay. So, Getränke sind voll, Essen ist voll, wir haben hier ein paar Waren, da sind immer ein paar Energy. Wo geht sie denn andauernd hin? Was ist mit dir? Geh an die Kasse. So, wir werden jetzt erstmal nochmal die Tankstelle, den Kraftstoff. Der ist leer? Der ist leer? Komplett? Mit der Seife, 19. Die hat hier richtig abgekackt. War auch nicht mehr viel, ne? Wie sieht nicht aus hier? Vollmann. Bam. Sehr schön. Zack. Vollmann. Der LKW ist da. Geh weg da. Ich mach schnell hier. Muss mich jetzt darauf konzentrieren, dass ich auch. Ich muss ja jetzt die Waschanlagen machen, ne? Mann, hier ist überall. Ist hier was los? Hier ist geleert. 1, 4. Also, sie scheint zu machen, ne? Junge, wie siehst du denn aus? Sind das Tattoos oder ist das Dreck? Und warum läufst du barfuß? Hallo? Man zieht sie anständig an hier an meiner Tankstelle.
War das hier? Aber die scheint zu machen, ne? Jetzt steht sie halt blöd rum. Madeleine. Kann man das hier noch abnehmen? Hier kann man jetzt upgraden, ne? Was kostet denn der Spaß? Howie. $1,000 bezahlt für den Wagenheber, ja? Ja. Okay. Alter! Okay. Die kann auch leiser. Ich habe mich gerade erschrocken, wer da redet. Okay, ich bin einen Stern aufgestiegen. Ich hoffe, ihr habt euch genauso erschrocken wie ich. Scheiß Mucke, ey. Extrem laut. Wo ist denn schon wieder hin, Mann? So, einmal können wir noch, ne? Hast du die Toilette sauber immer? Sehr schön, ich glaube, das ist... Jetzt, ich kann jetzt noch einen maximalen Arbeiter hinzufügen. Das bedeutet, ich könnte jetzt eigentlich einen holen für die Waschanlage. Der sich um die Scheiße kümmert. Das wird hier ein Selbstläufer, ich sag euch das. Das wird hier ein ganz einfaches Ding. Kickt sie mich an, ey, wie so eine Horror-Troller. Kickt ihr das an? Die hat ja kein Lenkrad. Und los. Dein Dreck kommt schon durchs Auto. Idiot. Manager wäre dann aber auch nicht verkehrt, weil ich glaube, der Manager, der sorgt ja dafür, dass immer Zeug da ist, ne? Bestellung. Glaube ich. Den gab es vorher nicht. Überleg mal, wir sind gerade mal bei 3 Sternen immer noch, ne? Bei 3 Sternen. Hallo. Ja. Hallo. Wo ist die Kassiererin? Hallo. Hm. Gut, gut. Okay, sie steht jetzt blöde rum, weil sie nicht weiß, was sie machen soll. Okay, okay, okay. Arbeitsgeschwindigkeit, mehr Kunden zu Fuß, Mitarbeiter mit besserer Qualität, Treibstofftankkapazität. Hello. Arbeitsgeschwindigkeit. Okay. Und Mitarbeiter, ne? Wenn ich das jetzt aktualisiere. Okay. Das ist, die sind jetzt nämlich alle so scheiße, ne? Und vorher, aber die haben halt, die kriegen ja halt auch mehr Lohn, ne? Gut, Anzahl aktiver Mitarbeiter. 4 und 6 könnte ich. Warte mal, dann. Waschanlage. Stellen wir ihn noch ein. Wenn nicht Oscar angestellt. Wenn nicht hier alle zu teuer wird, dann feuern wir einfach ein paar, ne? Ne? Ja, sag ich ja. Aber der fährt durch die Waschanlage. Okay. Okay. Hallo. So, sauber machen oder so? Hallo! Haben wir denn noch was noch so kurven können wir die Tankstelle? Wir können auf jeden Fall noch Regale kommen. Was ist das denn? Ein Kollektor? Okay. Lufterfrischer Spender. Monitor haben wir. Okay. Verkaufsautomat. Alter. Willkommensschild will ich und diesen Automaten brauchen wir auf jeden Fall. Hello. Den müssen wir hier irgendwie reinstellen, dass sie zocken können. Es wird dunkel, Leute. Hallo. Sag mal her. Oh, wieso hatte ich auf einmal so wenig Geld? Gehalt abgegangen? Hello. Was macht er da oben? Ah, er fährt Bus, ja, ja. Okay. Hier kommt auch nochmal gut Kohle rein jetzt. Ich brauche nochmal Spots, ne? 2. Auf der Seite hier. Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Also sie macht. Sie ist ordentlich am Machen. Mal upgraden haben wir benötigt. Macht die das auch sauber hier? Also, dass es nicht mehr smells like shit? The
Dann ist der Boot. Hallo. 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 Ich bin so müde. Weil ich so müde bin. Okay. Ah ja, da ist er ja schon, der Waschanlagenfuzzi. Oscar! Hello. Jack! Hey. Okay. Der sieht aus wie Oscar, bloß dass Oscar ein bisschen mehr Bart hat. Ja. So, die Spots könnten wir eigentlich noch holen, ne? Okay. Okay, was haben wir hier? Super, wunderbar. So, zeig ich mal her, was haben wir denn? Wo sind die Spots jetzt? Da, gib mal. Ah, nehmen wir zwei, nehmen wir mit. Wunderbar. Und dieses Luftpumpending nehmen wir auch noch mit. Scheiß drauf. Ich werde jetzt erstmal nach Hause gehen. Ihr habt ja alles im Griff hier, wa? Alter, ist das eine Tanke geworden, ne? Wenn man überlegt, wie wir angefangen haben. Und dieser kleine Piss mit diesen zwei Dreckssäulen da, oder was das waren. Oder war das nur eine? Weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt sind wir hier so ein richtiger Tankstellen-Mogul, ey. Ah, 20 Uhr. Ich bin ja auch schon müde, du. Ich muss ja auch mal Geschenke wiederholen, ne? Krieg mal, Liebe ist nur 52. So läuft das hier nicht. Ja, so stehe ich jeden Morgen auf. So, was sagt die Liebe? 49, okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Tanke läuft eigentlich von alleine. Waschanlage, da ist einer. Werkstatt ist einer. Kasse ist einer. Sauber machen tut jemand. Also ich kann jetzt in Ruhe erstmal zum Bazar Medikamente und Geschenk holen. Oh. Und das dann meiner Mutter und der Dame geben, einer Frau. Hol mal ein Blümchen her. So, schnell. Oha, jetzt sind wieder bei 847, ne? So ein bisschen aufpassen. Aber wir nehmen jetzt wieder schön Geld ein. Oh, unser... Ach, scheiße, unser Zeug. Ich hoffe, es wird nicht geklaut. Die zwei Lampen und der Luftpumpenteil. Wehe. Mutti, erst deine Pillen, 81. Alter, meine Fresse. Die Pillen hauen ja richtig nach oben, ne? 69. Ja, die Mutti ist dankbar, dass sie da wohnen darf, ne, bei uns. Deswegen, das ist es. Deswegen einmal Pillen gekauft und ich bin der Goldjunge. Jetzt aber schnell. Auf zur Tankstelle. Auf zum Atem. So, was haben wir? Gut, gut, stehen hier alle blöd rum. Sie macht sauber, sehr schön. Aber das war ätzend. Die Scheiße hier sauber zu halten. So, wo ist denn das Luftpumpenteil? Wo kann man das hinmachen? Cool. Wir platzieren das genau wie vorgeschrieben dahin. Jetzt kann sich jeder hier Luft holen, wenn er will. Was macht sie denn da? Läuft ja immer noch der Fernseher. Ist er angelassen über Nacht oder was? Mach doch mal dein Hemd zu. So, Spot. Dahin. Der andere Spot. Warum gehst du denn auf alle Knie? Was ist ein Feger? Alter. Und der andere hinterher mit der Scheiße hier. Hast leer schon wieder. Oh, der Sprit schon wieder. Kraftstoff. Der ist leer. Wie kann der leer sein, ey? Kannst du dich auch mal hier um die Toilette kümmern? Die machst du irgendwie nicht, ne? Guck mal, 281 jetzt, ja, weil ich Sprit bestellt habe. Gut. Alles klar, das ist die Haupteinnahmequelle, die brauchen wir. Komm mal ran hier. Was fährst du denn jetzt so langsam? Tack. So, ihr könnt tanken, allesamt. Oh, hier kümmern nur 23. Die kommen nur zum Einkaufen. Okay.
Die konnte noch tanken, okay. Oha, er hat auch getankt. Okay. Sehr gut. Und wenn ich so ein bisschen Zunder wieder drin hier, ein bisschen. Good morning. Brauche ich noch einen Fernseher. Good morning. Ja. Mach doch mal da hinten nicht sauber. Was ist denn mit dir? Qualität lässt zu wünschen übrig. Mit der Katze hier. Hungrig. Hey, läuft nicht viel rum jetzt. Da. Alter Schwede, neue Autos oder was? Es gab ja ein Update, aber das hier ist doch hier der Lambo. Das ist doch eindeutig der Lambo. Ich hab mich schon gerade gewundert, was hier so rufrührt. Alter, was ist das denn? Nissan GTR. Guck mal, die Räder drehen sich nicht. Na gut. Scheiße, ja. So, Preise. Oh, für Luft was machen? Nee. So, waschen wird ein bisschen teurer. Waschen machen wir auf 1,50. Lebensmittel machen wir 40. Das wird teurer. Wir sind hier eine Tankstelle. Wieder Zeug nachbestellen, ne? Boah. Jetzt müssen wir erstmal sparen. Ich will erstmal sparen, weil ich diesen Automaten hier drinne gerne haben wollen würde. Was macht er? Er ist immer noch fleißig am Fahren. Okay. Hier kommt die Kohle ran, du. Mal sauber. Keine Luft drauf haben, oder was? Hey, mach das ordentlich. Alter, was kommt denn jetzt hier alle drauf gefahren? Ich muss die Tankkapazität erhöhen, ne? Das reicht schon wieder. Kick mal, ist doch wieder bei der Hälfte. Tankstelle verbessern, Treibstoffkapazität. Machen wir noch einen hoch. So, und nochmal voll machen. Ich will hier keinen Leerlauf haben. Alter, das sind dieselben Autos wie bei Car for Sale, ne? Das ist doch hier der Rangquick. Das ist der Kia. Den kenne ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie ein S. So. Aber der hier sieht verdammt aus wie dieser Rangquick. Kack. Die haben wahrscheinlich nur dieselben Assets benutzt. Alles dreckig hier drin, die kommt überhaupt nicht hinterher. So, so lange wie der jetzt hier braucht hat, hätte ich auch wieder eine Stunde, hätte ich schon wieder nachbestellen können. Was ist denn hier drin los? Ja gut, 718. Alter, 6 an den Säulen, ne? Der Nissan GTR gönnt sich erstmal nochmal eine Wäsche. An. Hier kommt die Kohle rein. $96, was braucht die denn da hinten eigentlich? 41? Die 41. Ach, jetzt steht es aber auch hier. Jetzt kommt jetzt wieder. Wieder der Ferrari. Okay. Alle ran hier an die Tankstellen. Was war die Säule hier nochmal?
Kann nicht verbessert werden, wenn da ein Fahrzeug steht. Ja, der haut jetzt ab hier. Wird verbessert. Bam. Säule. Ja, Polizei kann kommen, gerne. Kann kommen, wer kann kommen, wer will, kann kommen. Okay. Ich meine, ich könnte nur belangt werden für zu gute Unterhaltung. Na, knallen wir vielleicht hier in die Ecke einen Automat hin oder so, ne? Wir müssen hier wirklich Zeug nachbestellen jetzt langsam, ne? Scheiße. Wie sieht's hier aus mit der Kloake? Oh, and sorry about this. Wo ist sie denn? Da hinten macht sie sauber, okay. Boah, Alter. Ja, hallo. Boah, $40 und er ist gerade noch nicht mal bei der Hälfte. Sehr schön. Gehst du mal hier an die Kasse? Hallo. Morning. Good morning. Morning. Was machen wir jetzt? Wir kaufen jetzt diesen Dings. Den Game-Automaten. Okay. Oh. Ja, hab ich nicht bestellt, ne? Stell mal hier. Okay. Ich meine, wir machen hier noch Kohle jetzt momentan. Und das Ding bringt ja auch noch mal ein bisschen Geld ein. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Deko-Zeug, ne? So, Schilder und was weiß ich, Willkommen-Ding und so ein Kack. Vielleicht mal der Teil. Nicht außen, sondern innen. Was ist das denn? Warum soll ich denn... Wieso denn nach außen? Wieso soll denn Automat nach außen? Aufs Automat. Ne, der kommt ja dann auch nach draußen, wa? So, was haben wir denn hier mit dem Willkommensschild? Wie gesagt, ein bisschen zu teuer. Und bitte. Will nicht, dass dich ja abfackelt, die Scheiße. Okay. Good morning. Ja. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Das war der Sprinkler. Also rein theoretisch müssten wir den da anbringen und wir müssen noch einkaufen. Die andere Seite. Ich habe ein bisschen nämlich Bammel, dass das da jetzt auf einmal überraschungsmäßig alles in Flammen aufgeht und ich hier Ich habe einen kaputt. Wieso? Okay. Achso, der erfrischt jetzt immer. So ein Ding müssten wir eigentlich im Bad einbauen, ne? Dass der immer wieder erfrischt. Ah, Luft. Gut. Kann man das jetzt nachbestellen irgendwie? PC. Reife. Schnauze da. Kraftstoffkanister, Hammer. Alter, Moll! Reicht das jetzt schon wieder in meiner Dings? Nee, noch nicht. Vielleicht mehr, was ist denn da? Boah. So, das Ding bauen wir jetzt da nochmal ein. Okay. Was machst du denn? Wo ist es jetzt hin? Ja. Ah. Stück Kacke. Item kaputt. Ja, damit meinen die, glaube ich, nur das, dass bei mir das jetzt weg ist. Aus meinem... Er zockt! Ja, lass ihn nicht stören. Zocke ruhig weiter.
Du bist schlecht, Junge. Und drück mal die Knöpfe. Kann ich aus dem Automaten denn auch die Kohle holen? Jetzt geht hier alles nur um Kohle. Ach du Scheiße, was macht der denn? Der fährt da schon wieder Laternen um, ne? Ach. Okay. Gut, okay, Leute. Dann holen wir uns jetzt mal Stuff. Born trinken. Hello. So, ey, wir haben mehr Zeug, ne? Filterkaffee? Waschmittel? Senf? Ketchup? Jalapenos? Was ist denn jetzt los? Hier? Wir haben neuen Stuff gekriegt. Okay. Nehmen einfach mal alles mit hier ordentlich. Butter. Bestellen. Es kann doch nicht wahr sein, Alter. Der Tank ist schon wieder fast leer. Er ist leer. Hör auf. Es kann nicht wahr sein. Hello. Ja, kann. Darf ich da mal ran? Bier. Bier. Mann, jetzt haben wir ja aber auch ordentlich auf die Kacke gehauen. Ja, was hast du hier jetzt? Soda. Alter! Hast du doch nicht aus. Junge. Hello. Bleib gleich an der Kasse. Bleib an der Kasse, Mädel. Bleib doch nicht an der Kasse. Wann nimmt die jedes Mal hier so einen Müll mit? Oder? So, wir haben jetzt auch neue Butter im Sortiment. Also, wer Interesse an Butter hat, kann die Butter nehmen. Ich muss mehr den Treibstoff, wa? Also den Kanister, den Tank da, den muss ich mehr im Blick haben. Weil das läuft ja jedes Mal auf Null. Haben wir da Sandwiches? Okay. Brauch mehr Getränke, ne? Tomatenkonserven. Brauch auf jeden Fall mehr Getränke. Könnte jetzt eigentlich noch mal ein bisschen Bier nachbestellen. Noch mal Energy. Oh, hier Kaffee. Und dann holen wir uns noch mal Essen. Ein bisschen. Mal hier, wir können auch Waschmittel nehmen wir mit und Filterdings. Die machen wir da rüber, hier hin. Die hat nämlich die ganzen KitKat-Pisse da reingepackt. Jetzt haben wir Zigaretten vergessen. Der ist doch ordentlich am Zocken hier, der Kranke. So, was hast du denn da an der Kasse? Mann, jetzt war ich dran. So, alles gut. Wie dir das an? Also, das Ding läuft. Also, wenn der Schuppen hier nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich euch nicht mehr helfen. Ich brauche neue Regale, ne? Demnächst. Ich brauche demnächst neue Regale. Gib mal hier die Tomatenscheiße in die Ecke. Ja. Was ist denn los jetzt? Ja. Hallo. Mit der Kaffee? Guck mal hier, wir haben jetzt auch kalten Kaffee drin. Gib mal her, Alter! Lass die Scheiße stehen. Die Filterdinger. Okay. Ist ja wirklich alles im Sortiment. Was soll ich denn da noch sagen? Jalapenos, was ist hier? Passen nicht mehr drin, ne? Hello. Nee. Egal, voll. Dann machen wir die Scheiße hier hin. Könnt ihr euch ein paar Jalapenos nehmen? Ja, ist ja eh Waschmittel hier, ne? Ja. Zack, zack, zack. Da zockt er wieder. Okay. Das Ding sprüht anscheinend wirklich von alleine. Arm.
Bulle. So, was sagt denn der Dings? Wieder auf Hälfte. Boah. Ey. Tankstelle verbessern. Ne, da warten wir noch. Da müssen wir mehr darauf achten, dass es nicht leer geht. Immer. So, was ist denn hier getränkemäßig? Können wir doch eigentlich schon wieder nachbestellen. Nehmen wir noch Cola. Kippen brauchen wir. Milch. Hello. Ja. Okay. Da kommt er, angeradelt. Der alte Penner. Der alte Penner, der! Da kommen die Heinis angerannt. Werden gleich überfahren. Ja, damit. Na, das ist die Cola. Ja. Ist das jetzt bei allen aus? Okay. Nee, nicht. Du füllst hier nix, Mädel. Milch? Milch eigentlich in den Schrank, ne? Du füllst nix, hab ich gesagt. Dann läuft hier wie Seuche, läuft das hier. Okay. Hello. Hello. Will Kloake nochmal aufrüsten? Was kosten das? Machen wir. Alter, was ist denn jetzt los? Was ist hier passiert? Alter Schwede. Hä? Wie bescheuert ist denn das? Wie bescheuert ist das denn? Kostet uns ja jetzt noch mehr Kohle hier, der Dreck. Das kostet uns ja richtig Geld jetzt. Hello. Okay. Das bedeutet, WC, das bedeutet, wir brauchen ein Waschbecken okay. Auf jeden Fall nochmal. Zack, Toilettenspender. Seifenspender okay. Und Seife. Was ist denn das für ein Dreck? Hello. Kommen die noch? Ja, da kommen sie noch angerannt. Ja, was für eine Scheiße ist das denn, ey? Aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass irgendwann dann halt auch getrennt ist, ne? Habe ich mit dir gerechnet. Lass mal ab hier, Waschbecken. Alter, kannst du jetzt Waschbecken aufbauen? So, hier haben wir ja schon eins. Gib mir mal aus der Linse. Okay. Hallo. So, was ist denn? Ey, ey! Wir rennen hier. So, wo kommt denn das Licht jetzt eigentlich her? Okay. So. Kommt das da ein Klopapier? Ja, das muss ich dann doch aufteilen. Ja, was schmeißen hier denn da alles hin? Männli, Weibli, mal. Bam, damit die sehen, wo sie hin müssen. Schnell noch hier alles einrichten. Ja, der pennt hier wieder fast im Stehen. Das ist ja Toilettenpapier. Ich habe keine Toilette, ne? Gekauft. Ich habe keine Toilette gekauft, Leute. Oder? Okay.
Doch. Klar, ich habe eine Toilette gekauft. Denke ich hin. Hallo. Mann. Hä? Hallo. Guck mal, jetzt hier die Scheiße. So, zack. Hallo. Haben wir? Da haben wir Seife. Hier ist noch keine Seife drin. Guck mal die Seife her. Wir haben jetzt Doppelseife? Wir haben jetzt so viel Seife. Klopapier her. Klopapier her. Muss da rein. Oh, Klopapier. Kann auch da bleiben. Hä? Dieses scheiß Geblinzel, ne? Warum hast du denn jetzt Klopapier? Mädel, Alter, du hast jetzt eine Rolle verschwendet. Nee, ich will die Lampe haben. Kann ich die nicht haben? Weil hier ist gar kein Licht hier drin. So, jetzt. Was soll jetzt zum Upgraden benötigst du einen Hammer? Was ist denn jetzt hier? Alter. Gut, okay. Gut. Mein Gott, nee. Kickt euch das an. Eigentlich können wir die ja auch noch upgraden, ne? Die eine Säule da. Was soll das? Meine ganz ehrlich. Cool. Okay, Leute. Das war's mit der Folge. Wir sind weit gekommen. Wir machen gut Geld. Wir haben 3 Sterne. Wir müssen hoch auf 6, Leute. Wir gehen hoch auf 6. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut ihr rein. Macht's gut. Ciao.